Geisterschweber. Geisterschweber. Die Leute haben solche Angst vor Gespenstern, nicht wahr? Aber sogar Gespenster können Freunde haben. Im Gegensatz zu mir, die ganz allein in diesem lächerlich großen Haus ist. Oh. Sola. Ich schätze, das Gespenst, das wir gerade gesehen haben, war der sogenannte wandelnde Wiedergänger. Ja, und diesmal gab es keine Anzeichen für Tricksereien. Im Gegensatz zu den anderen fünf scheinbar übernatürlichen Phänomenen. Und es sah auch überhaupt nicht aus wie ein Bettlaken, wo einfach Augen dran ge... Malt. Nicht mal gemalt, genäht. Sondern so dran genäht waren, ja. Also möglicherweise war es... Ja, holla, ein echtes Gespenst. Natürlich war es das nicht. Es war ganz sicher auch eine Tricksorei. Ja. Ein wandelnder Wiedergänger wird um Herzog Gesellschaft. Du. Rätsel lösen! Ja, wir haben es geschafft. Ja. Ein Hinweis gefunden. Wandelnder Wiedergänger. Widerlicher Wandelgänger. Fall abgeschlossen. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder Originalvertonung und Cutscene. Hm. Noch nicht, okay. Jetzt habe ich die Wahrheit aufgedeckt. Das Rätsel ist erledigt. Interessant. Ich habe auch soeben meine Profiling-Evaluation abgeschlossen und konnte zu einem Fazit gelangen. Na schön, es wird wohl Zeit, die Wahrheit über die Schrecken von Tierhaus und die Gespenster durch seine Flure streifen zu offenbaren. Es scheint, als hätten wir beide gleichzeitig die Wahrheit herausgefunden. Wie enttäuschend. Sie soll es zuerst sagen! Bitte! Gehen wir und sagen wir Sola, ja? Die wird zuerst damit anfangen. Uns voll falsch haben. Sola, wir haben es geschafft, die Wahrheit hinter all den seltsamen Geschehnissen herauszufinden. Das haben sie? Meine Güte! Ich muss schon sagen, das kommt überraschend. Niemand sonst hat das geschafft. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie ein wenig glücklicher über diese Neuigkeiten sind. Oh nein, ich bin glücklich. Bitte erzählen Sie mir alles, was Sie erfahren haben. Es hat sich herausgestellt, dass das Haus gar nicht von Gespenstern heimgesucht wird. Was? Sagt Emilia. In Wirklichkeit haben sie ihr Herz heimgesucht. Ich kenne nun die Identität des Gespensts. Es ist niemand anders als... Bestdarstellerin, Vorname selbst. Wer? Nein, das stimmt nicht. Ich sag's mal anders. Nennen wir sie lieber Königin Selbstdarstellerin, die 13. Oh. Sola, Sie haben Ihr wunderbares Geschick genutzt, um die Gespenster selbst herzustellen, oder? Sie haben all diesen Hokuspokus inszeniert und den Ermittlern ein unmöglich zu lösendes Rätsel vorgesetzt. Wie süß! Sola, Sie waren einsam, nicht wahr? Es tut mir so leid. Ich wollte nur Gesellschaft. Ich brauchte wen zum Reden. Irgendwen. Ich konnte nicht mehr. Ich meine, es ist traurig, dass es immer dieses Gespenst so... Das war so niedlich. Oh Mann. Oh, kann sie das einfach nochmal machen? Naja, weiter. Also bei mir können Sie sich immer melden, Sola. Ich plaudere mit Ihnen, wann Sie wollen. Oh, sowas würde ich nie so leichtfertig sagen. Ich kann nicht mit dir reden, wann immer ich möchte. Möchtest du aber? Ja. Mit mir reden können, wann immer du möchtest. Ja. Dann mach das doch. Okay. Ich freue mich jederzeit drüber. Okay. Und jetzt weiter zum Spiel. Oh, Catriel. Sie sind zu freundlich. Und keine Sorge, Sie bezahlen den günstigsten Stundensatz. Du willst es ihr in Rechnung stellen? Ja. Du musst bei mir nicht bezahlen, wenn du mit mir reden willst. Du weißt aber schon, dass Sola nicht einmal zum Plaudern hier war. Meinst du, sie verkleidet sich wieder als Gespenst? Kein Grund zum Lautgeben, Shirl.
Sola hat jetzt viele neue Freunde. Geisterjäger strömen zu ihrem Haus. Sie hat sogar einen Club für Leute eingerichtet, die so etwas interessiert. Er nennt sich die Übernatürlichen. Gibt's sowas schon als... Nee. Die Über... Supernatural gibt's als Serie schon. Incredibles. Ja. Ist das so? Vielleicht wären Sie auch an einem übernatürlichen sprechenden Hund interessiert. Ich bin nicht freiwillig nackt. Was hat das damit zu tun? Wollte ich gerade auch fragen. Jedenfalls freue ich mich für Sola. Wenigstens muss sie keine einsame Wölfin mehr sein. Ja, aber sie überkompensiert vielleicht auch etwas. Anscheinend gibt es jeden Tag Gespensterpartys bei ihr im Haus. Sie hat sogar dieses Foto geschickt. Ich muss schon sagen. Die Line fand ich jetzt schlecht gesprochen. Schockierend. Wer sind wohl die Leute darunter? Booster. Also das mit dem Schleifchen ist die, die wir in dem Harry. Ja, das Schnabeltier. Nein, Terry und der andere war Jerry. Das ist deine Mädchen. Ja, genau, das war das. Mhm. Das ist das, glaube ich. Sie waren so lange nur der Schatten ihres wahren Potenzials. Immer hat sie nur in diesem großen, einsamen Haus darauf gewartet, dass jemand bemerkt, dass jemand ihr Freund wird. Jetzt hat sie Dutzende von Freunden und kann ihr Leben endlich genießen. Das ist das Treffen des KKK gewesen. Die haben ja auch solche, aber nee, die waren ja nicht alle weiß. Ich glaube, das war in der japanischen Version noch so. Aber für die westlichen Versionen haben sie die alle bunt gemacht. Fallfinale namens Geistergaudi. Neuer Gast möchte ein perfektes Dinner. Modekatalog, neuer Laden. Minispiel, große Schiebung, neues Level. Wollen wir erstmal gucken, was noch... Mir fehlen zwei Rätsel und eine Hinweismünze. Wo fehlen dir zwei Rätsel? Moment, mir fehlen doch bestimmt auch zwei Rätsel. Ja, und eine Hinweismünze. Ja, die zwei Rätsel, das ist normal. Aber ja, wo, dann musst du mal suchen, wo deine Hinweismünze ist. Ja. Aber die zwei Rätsel, da kann ich nichts für. Wer hat die vergessen? Du wahrscheinlich, als du... Okay, wo müssen wir denn dann hin? Wo hast du noch was offen? Mir fehlt eine Hinweismünze vor dem Tor. Okay, dann geh da mal hin. Sag dann mal, wo die ist. Nee, da in dem Busch nicht, okay. Auch nicht, okay. Da oben? Nein. Da ist nur das. So, da oben ist nur der Geist nochmal. Der Nicht-Geist. Der Projektor. Weiter oben. Ist aber auch echt schwer zu finden, oder? Ich mach mal bei mir kurz den Ton. Ja, mach mal. Nee, das ist bloß der Busch schon wieder. Der Ballon. Hä? Ah!
an. Auch nicht. Das ist ja... Vielleicht gibt es diese... Aber den muss es geben, ganz ehrlich. Das ist... Nee, das ist das bloß. Ah! Hat eine Weile gedauert, das ist echt krass. Das ist das. Aber dann weiß ich wenigstens, warum ich es auch nicht gefunden habe. Okay, dann wo wollen wir mal. Von uns aus? Ja, erstmal vor der Villa. Ups, ich wollte da doch ist hin. Ist das nicht der Streune? Der dürfte es eigentlich nicht sein. Denn der war da schon ist mal. Ist das auch nicht Schnurrbart? Nee, nee. Nee, Schnurrbart hatte schon es mal ist eins. Das Hausmädchen. Ah, die hat jetzt was, okay. Ja, ist ja echt manchmal so, dass die einfach danach nochmal was haben. Ach du liebes Nudelholz, das war einmal leer. Alles in Ordnung? Warum so betrübt? Ich habe dieses Rätsel gefunden, als ich in den Nachthimmel schaute nach einer blutigen Nacht. Aber es überfordert mich total. Ah, da kann ich vielleicht helfen. Ah, das ist das mit den Sternen. Nein, Quatsch. Sternenschweif. Ah, Sternenschweif. Okay. Wenn der Stern sich bewegt, hinterlässt er eine Spur. Kannst du den ganzen Nachthimmel mit dieser Spur füllen? Die Erscheinungen am Himmel sind Warplöcher. Anhand ihres Aussehens kannst du Paare erkennen. Und wenn du in eins hineingehst, kommst du bei dem anderen wieder heraus. Berühre ein Feld, um den Stern zu bewegen und stelle sicher, dass er sich durch alle Felder bewegt. Allerdings darfst du kein Feld doppelt überqueren. Okay. Oh Gott. Oh Gott, grässlich. Also ich bin hier schon mal falsch, ich muss noch mal. Das auch noch mal. Das geht auch nicht. Nee. Also ich mach's auch gerade wieder falsch. Ich hab bei mir ist eins übrig. Nee, so weit komme ich gar nicht erst. Ach so? Oh. Achso, nee, dann gehen die ja weg. Okay, dann nochmal. Oh Gott. Bei mir bleiben drei Felder übrig. Bei mir mindestens immer eins. Oh Mann. Nochmal. Das muss doch irgendwie einfacher gehen.
Jetzt bleibt bei mir auch noch eins übrig. Hm. Ah, ich glaube, ich hab's bald. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so. Doch. Okay, ich bin durch. Puh. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Hm, könnte auch. Nee. Ah. Vielleicht nochmal zurück? Nochmal? Mist, das ist ja dann. Nee, wenn du da reingehst, dann verbaust es dir da unten, ja. Ah, warte mal. Kannst du irgendwie was nochmal ein paar zurück? Nochmal, 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 nochmal. Ja. Jetzt runter hoch? Ja, genau, da vielleicht nur mal nur runter. Genau, und jetzt zur Seite. Ja, und. Ah, Mist, jetzt ist immer noch. Das ist ja mies. Nee. Das geht, glaube ich, gar nicht so zu. Hast du das Grüne oder als erstes das Violette? Ich glaube, ich bin zuerst in das Pinke irgendwie rein, dann von unten in das Grüne. Nee, so rum nicht. Das schon mal nicht. Ich würde die beiden oben noch mitnehmen. Wenn du von unten in das Grüne? Ja. Nein, nicht in dieses Grüne. In das andere Grüne von unten. Zurück. Ja, genau. Und dann die nein, anderen beiden oben mitnehmen, oder was? Genau. Ja, welche anderen oben, wenn du nicht. Nein, nicht die! Ja, also, ja, eins nach oben und eins nach links. Und dann nach unten zu dem Grünen. Ich dachte, rein. Mit den beiden oben meinst du die Symbole. Aber jetzt bin ich auch am Überlegen, wie das dann. Aber das kann jetzt auch schon nicht mehr hinhauen, so. Das ist auch nicht. Oder? Ah, jetzt ja! Nee, jetzt hast du das in dem. Gehen wir. Das klappt doch so auch schon nicht mehr dann. Oder? Ah, oder? Warte. Du gehst von dem aus in das andere Teil rein dann. Und nicht in das. Das klappt so nicht. Weil dir da irgendwo immer was fehlt. Nein! Oh. Ich hätte dir das sagen können, wie du es hättest machen können. Glaube ich zumindest. Na, vielleicht auch nicht. Das ist. Übrigens, es sind Betrugsvorwürfe laut geworden. Wieso? Dass wir, weiß ich nicht, also dass jetzt du erst aufgeholt hast und ich dann dir wieder davongezogen bin. Nein, tust du nicht. Ich weiß das. Aber dann geht das ja auch nicht. Da ist ja wieder. Man muss gucken, dass man eben solche Einzelnen vermeidet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bleibt eins übrig. Ja. Nee, zwei sogar. Ja.
Ja. Nee. Kann ich irgendwas an Musik anmachen, damit das nicht so... Das ist jetzt nämlich gerade überhaupt gar nicht... oder was kann ich machen? Ich kann ja schon mal das... So. Ich kann ja schon mal den Lösungsbildschirm zeigen. Zu dem da oben oder was? Ja. So, und jetzt da rein. Ja, okay, ich hab's jetzt auch. Also das ist nicht mehr so schlimm. Ja, so geht's auch. Stimmt. Okay. Yay! Eine glatte Eins im Spurenlegen. Der Nachthimmel erstrahlt vor all den wunderschönen Sternspuren. Es gibt mehr als eine mögliche Route. Versuch doch also mal, den Himmel auf anderem Weg zu erhellen. Ja, versuchen wir das doch mal. Ganz sicher nicht. Oh, Sie haben es gelöst, Herr Vora, und danke vielmals. Ich helfe Ihnen auch in Zukunft gerne bei quälenden Rätseln, nur nicht in diesem Rätsel. In Rätsellösung bin ich nämlich am besten. Nicht so schnell! Wir haben alle Zeit der Welt. So, wo könnte jetzt das... Nicht vor Doppelfund. Nochmal nehmen. Nee, aber hier war doch sogar schon eins an der Uhr, ne? Merkwürdig. Das Bild hat keins. Sicher, dass hier eins ist? In dem rechten Bild, neben dem Porträt. Ach da! Oh! Guck an, das war bestimmt schon die ganze Zeit da. Meine Güte, wenn man sich dieses Bild genau ansieht, kann man ein Rätsel erkennen. Siehst du? Stimmt, tatsächlich. Probier doch mal aus, ob dein Geist so scharf ist wie deine Augennadelstreifen. Und versuche es zu lösen. Gute Idee, Sherl. Wenn ich Miss Layton beweise, dass ich ein talentierter Rätsellöser bin, sieht sie vielleicht mehr in mir als nur ihren Assistenten. Oder nicht? Mach dir da mal nicht zu viel Hoffnung. Noch ein kaputtes Bild. Was? Oh. Ja, wenigstens etwas. Sowas kann ich. Ja, sowas sollte ja jetzt nicht. Lass uns das Bild wieder zusammensetzen. Schiebe jedes Teil des Bildes an die richtige Position und platziere danach die Teile außerhalb des Bildes an die leeren Stellen. Du kannst Teile bewegen, indem du sie schiebst, aber du kannst sie nicht aus dem Bild heraus bewegen. Moment, Teile außerhalb des Bildes an die leeren, hä? Ja, du machst erstmal sortierst. Ach so, erst schon so schieberätselmäßig, ja. Und dann kann man die anderen einsetzen, oder wie? Ja. Ah, okay, cool. Ja, und sie dürfen sich auch nicht. Oh, das ist ein halbes Schieberätsel, das ist ja gemacht. Okay, warte mal, du kannst, was? Sie dürfen sich nicht überschneiden? Ja. Heißt was? Du schiebst sie halt und dann dürfen sie sich nicht überschneiden. Gott. Ich
hasse doch Schieberätsel so sehr. Das gibt's doch nicht. Dann muss man ja erstmal rausfinden, wie das Bild auszusehen hat, oder? So ein bisschen, ja. Ach Gott, nee. Oh, nee. Okay. Aber das ist noch nicht alles. Ah, okay, das muss irgendwo anders hin. Das Teil hat irgendwo anders zu sein. Das ist ja grässlich. Ich versuche erst mal herauszufinden, wie das Bild auszusehen hat. Mhm. Warum müssen hier so gemeine Rätsel in diesem Fall drin sein? Ich verstehe ein Stück noch nicht, wo ein Stück hinkommt. Ich glaube, an einer Stelle muss man welche austauschen. Hm, ja, das weiß ich. Das war mir bewusst. Ich habe gar nicht den Platz dafür, um das zu schaffen. Das war mir tatsächlich bewusst, dass ich das machen muss. Moment. So. Aha. Das geht auch noch so. Das geht aber nicht mehr weiter dann. Okay. So, das würde an sich schon mal so funktionieren. Ah, verdammt. Eigentlich muss ich nur noch eine Sache ändern. Ich habe auch gerade was ausgetauscht, glaube ich. Ob das sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Ja. Was, schon fertig? Nein, noch nicht. Jetzt aber. Was, echt jetzt? Ja. Was? Ja. Was? Ich bin halt im Schieberätseln gut. Na und, ich auch. Habe ich gesehen. Früher. Ja, war ich ja auch. Krieg das doch gar nicht weiter geschoben. Dieses Stück nervt mich. Jetzt geht hier irgendwie gar nichts mehr. Was hab ich da gebaut? Das ist doof. Ich würde fast schon sagen, du hast dich verbaut. Nein, wirklich. Okay, also jetzt erst einmal. Das geht das da hoch. Nee. Das kommt ja auf jeden Fall so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass da irgendwie. Und was? Das hier kommt doch bestimmt eigentlich. Wo soll denn das eigentlich überhaupt hin? Das ist. Ja, das Wichtige ist erstmal herauszufinden, wo alles ist. Na, ich bin der Meinung, dass hier dieses Teil, dieses lange Teil, gehört da nicht hin. Ganz und gar nicht. Okay. Naja, das sieht einfach nicht so. Also, es könnte höchstens sein, dass noch. Das ist zu wenig. Das sieht so aus. Sag mal, freust du dich gerade über ein Rätsel, während ich dich gerade eben noch vorhin in... Lass mir die kleine Hoffnung, okay? Ich wollte es nur gesagt haben.
Also wenn ich dann wenigstens mal freuen, wenn ich einmal ein Rätsel habe. Ich sehe es schon. Wenn weiter solche Rätsel kommen, dann werden wir am Ende des Let's Plays nicht mehr zusammen sein. Nicht, weil ich Schluss machen würde, sondern weil wir uns so sehr zerstritten haben, dass wir beide nicht mehr miteinander können. Ich muss mein Rätsel weitermachen. Okay, aber... Also das gehört hier so mit ran. Aber andererseits, was ist denn dieses komische Teil hier oben? Das sieht ja aus wie ein... Ah, okay. Das, da... Das heißt, das muss hier alles sowieso noch ein Stück zur Seite. Aber wie soll denn das noch gehen? Muss das dann auf die andere Seite alles? Also... Das ist nee, Moment. Ach doch, also, okay, so muss das Bild dann aussehen. Wir brauchen... Also wir müssen das auf die andere Seite bekommen. Auf der anderen... Das kann doch jetzt auch schon nicht mehr richtig sein, weil... Denk daran, dass du noch die drei Stücke einsetzen musst. Ja, ja. Boah. Du musst gar nicht mal so viel austauschen. Ja, eben. Also Schlussfolgern. Grässlich. Zum Glück habe ich das richtig gemacht. Okay. Das Schwierige ist erstmal, sich das Bild vorzustellen. Ja. Okay, endlich wieder in Ordnung. Das Bild sieht wieder genau aus wie vorher. Gut gemacht. Probiere mal, es in nur 14 Schritten zu schaffen. Ja, los! Noch ein kaputtes Bild zum Rätselindex hinzugefügt. Da, hast du das gesehen, Miss? Ich habe es gelöst, Miss! Guck mal! Guck mal! Und ich hab Sonny gelöst, Ernest! Ganz dünnes Eis! Ganz dünnes Eis! Pech gehabt, Nadelstreifen. Sie hatte wohl was Wichtigeres zu erledigen. Ach, Menno. Das sollte sie doch unbedingt sehen. Oh, Menno. Oh, Rapanto, Rapanto. Okay, wir sind durch mit dem, ne? Mhm. Gut, dann... Zu der Detektei zurückkehren. Zur Detektei? Jaha. Jahaha. Jahaha. Was jetzt? Was lachst du so? Ich weiß, dass ich witzig bin. So, was machen wir jetzt? Weiter oder Speicher? Speicher. Okay. Du hast mein... Mein Zimmer sieht gar nicht mehr so aus wie... Stimmt, das habe ich vergessen. Du darfst es dir neu einrichten. Das heißt, du hast deine Zimmermarken wieder zurück. Ist das nicht toll? Hey, immerhin hast du deinen Spielstand nicht verloren. Wenn Blicke töten könnten. Obwohl, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst... Nicht nur von dir. Ja, eben. Mich hast du sowieso alle. Nein. Okay. Okay, also, ja, richte du dein Zimmer ein. Ich gehe mich in die Ecke, ich gehe in die Ecke, schäme mich und sowas. Und dann, ja. Ja, find bis zum nächsten Mal. Bye bye. See.